Naja, wann? Ich weiß es nicht. Alter, echt Ich nicht. bin dreimal gekommen jetzt. Echt? Krass. Das war natürlich ein Gag. Ich bin siebenmal gekommen. Siebenmal! Ja. Worum Leadtime erstmal? Ja? Heute mit ganz besonderen Themen. Zum einen haben wir die Gruppe des Tages, Lukas. Gruppe des Tages ist Switch Reloaded. Sehr grandiose Sendung. Ja. Lobenswert. Von? Von dem guten Raven 131. Alles klar, Alle rein. dann haben wir den Block des Tages von Acid Creeper, oder? War der? Ja, von Acid Creeper. Und zwar geht es da um Musik. Oh, er hat sogar schon 9. Musikbewerter Teil 2. Gestern war nur Musikbewerter Teil 1 online mit Slipknot. Voll am Start. Und diesmal sogar mit Limp Bizkit. Also auch Platten, die mein Leben beeinflusst haben. Chris, welche News waren so am Start? News haben wir ganz fantastische Themen gehabt sogar. Ein erstes Fake-Bild quasi von GTA 5. Dann Dead Space zum Schnäppchenpreis. Dann, hier riecht es gerade nach Gegrilltem, merkst du das? Krass. Ja, dann haben wir Peter Steaks? Molyneux. Steaks? Steaks, ja. Haben schon zu viele Steaks gegessen. Ja. So. Peter Molyneux sagte was von beste Geschichte aller Zeiten, wird auf jeden Fall in einem Videospiel erzählt. Und eine News, die mich ganz doll erfreut, Hitman 5, erste Infos. Echt? Ja. Ansonsten Assassin's Creed 2 auch. Einfach die News mal auschecken. User der Woche, Harald Frenkel. Ja. Voll am Start, hätte niemand gedacht, ist er. Ja, und weil wir so nett gebeten wurden von Möb, war das, glaube ich? Warte, ich schau mal kurz. Ich fahr mal kurz raus aus dem Weg. Ja, genau. Von Miri Möb, dass wir ihren Freund Black zum Geburtstag gratulieren, weil er ein riesiger Fan von dir ist. Von mir? Nee, von mir. Und von schau mal, uns wahrscheinlich schau mal, siehst du das? Homers Kehle ist durchgeschnitten. Ja, Kann dir auch das war passieren. Dennis, oder? Damals? Nee, egal. Auf jeden Fall heute Abend Fernsehen gucken, Fußball. ganz wichtig. Hier. Kackplatzen. Spackos. Haut rein.